Hallo und willkommen im Stefan Kees Kanal. Nicht jeder braucht Götter, um durch den Tag zu kommen, aber jeder sollte in der Lage sein, die allgemeingültige Realität, die Wirklichkeit, als Wahrheit zu akzeptieren und als Referenz zu nutzen. Ich selber fand schon als Kind die Vorstellung vom Osterhasen ebenso absurd wie die von Göttern und Göttinnen. Habe später aber sowohl die Bhagavad Gita als auch die Bibel mitsamt dem jüdischen Teil gelesen, also über Arjuna, Moses und Jesus. Den Koran habe ich gelernt, wie man in der Schule Physik lernt, also Schritt für Schritt und ohne selber vorher Physiker zu sein. Es ging darum, den Islam zu verstehen, von den Anfängen der Historie, den Ritualen, den Texten, den Interpretationen und vor allen Dingen den Auslegungen bis hin zu dem Einfluss, den der Islam heute noch hat. Mein Ansatz ist immer ausgehend von Daten, die Fakten bilden und aus denen dann wiederum Informationen gezogen werden. Und dies führt dann hoffentlich zu Wissen. Naja, manchmal oder auch nicht. Es geht mir also um eine wahrheitsgetreue Darstellung des Götterglaubens allgemein und, weil eben die entsprechende Ausbildung da ist, besonders des Islam. Gerade im Islam sind mir drei Sachen wichtig, weil dies sehr oft missverstanden wird. Erstens den Islam verstehen und zweitens unterscheiden zwischen dem Menschen, also dem Muslim, und der Ideologie, dem Islam. Und drittens den Einfluss des Islam heute im 21. Jahrhundert einzuordnen. Diese Inhalte versuche ich zu analysieren und dann über Videos dieses Wissen dann weiterzuvermitteln. Es gibt bei mir keine Zensur und ich unterstütze jeden ehrlichen Dialog, solange alle imstande sind, die Ansichten anderer zu verstehen. Viel Spaß also bei meiner persönlichen Form von Infotainment.